Powerbanks müssen nicht gefährlich, hässlich und billig sein. Nein, sie können auch modern, hochwertig und voll mit Tech sein. Genau solche Powerbanks bietet das Unternehmen Cooktech an. Die haben sich auf Powerbanks und Ladegeräte und ähnliches spezialisiert. Die bieten zwar wenig auf ihrer Webseite an, aber das, was sie anbieten, ist wirklich klasse. Das Video ist hier nicht gesponsert oder ähnliches. Das, was ich jetzt sagen werde, ist alles komplett meine Meinung. Ich habe die Powerbanks circa 2 Monate lang getestet, habe damit jede Menge Erfahrung sammeln können. Und das werde ich euch jetzt in diesem Video so einfach und schnell wie es geht darstellen. Insgesamt bietet Cooktech 4 Powerbanks an. Ich habe einmal das 10K, 20 und 25K getestet. Es gibt aber noch ein 40K Powerbank. Die wurde in Deutschland noch nicht vorgestellt. Aber wenn sie hier erscheint, dann werde ich auch dazu ein Video machen. Deswegen folge mir gerne. Fangen wir mal mit dem kleinsten an, und zwar dem Cooktech 10. Und die 10 steht hier für 10.000 mAh. Mit dem kleinen Ding bekommt man einen Output von insgesamt 150 Watt. Das ist extrem viel. Also wer sich da auskennt, der weiß Bescheid, wie viel das ist. Und mit dem USB-C hier bekommt man 100 Watt alleine raus und den restlichen Output bekommt man hier über den USB-A-Anschluss. Das Aufladen vom Powerbank geht auch sehr schnell, und zwar kann man die Powerbank in 15 Minuten bis zu 55% mit 90 Watt aufladen. Das ist ziemlich schnell und eine krasse Leistung, also alle Power-User, das ist auf jeden Fall das Richtige für euch, wenn ihr innerhalb von kurzer Zeit viel Energie braucht. Das Nice an dem Ganzen ist aber, dass man hier ein kleines Display hat, und auf diesem Display kann man sich so einige Informationen anzeigen lassen. Damit ihr einen groben Überblick bekommt, was ihr alles mit der Powerbank machen könnt, seht ihr hier eine Tabelle, und hier sieht man zum Beispiel das MacBook Pro 16 Zoll. Das Ganze könnt ihr 0,3 mal aufladen, das heißt, wenn ihr das Ganze auflädt, dann bekommt ihr dort ca. 30% Akku, und das Ganze kann dann mit 100 Watt aufgeladen werden, weil die Powerbank maximal 100 Watt unterstützt. Als nächstes kommen wir mal hier zu Cooktech 15, das ist die Variante mit 20.000 mAh, und hier hat man wieder einen maximalen Output von 150 Watt. Und individuell könnt ihr dann von diesem einen USB-C-Anschluss maximal 100 Watt rausbekommen. Das ist 1:1 wie die kleine Powerbank, nur mit dem Unterschied, dass man hier anstatt 10.000, 20.000 mAh hat. Zu den Preisen kommen wir etwas später, aber die Powerbank mit 20.000 mAh ist die beste, was Preis-Leistung angeht. Alle Powerbanks, die ihr gesehen habt, kommen noch mit einem Fast-Charging 1-Meter Kabel, und zwar unterstützt das Ganze 240 Watt Output mit 6 Ampere. Das ist extrem schnell, und ihr müsst euch dann kein neues Kabel kaufen, sondern das reicht dann absolut für alles aus. Kommen wir mal jetzt zum absoluten Biest, und zwar zu Cooktech 20. Bei dieser Powerbank bekommt ihr eine Kapazität von 25.000 mAh und einen maximalen Output von 210 Watt. Hier bekommt man insgesamt 3 Anschlüsse, 2 USB-C Anschlüsse und ein USB-A Anschluss. Mit dem USB-C Anschluss bekommt ihr insgesamt 140 Watt maximal Output. Das ist extrem viel, und ich glaube, ich kenne bis jetzt kein Gerät von mir, was so viel Input braucht. Das Display von dieser Powerbank ist extrem nice, denn hier sieht man sehr viele Informationen. Das ist für mich extrem hilfreich, denn ich kann dann sehen, mit wie viel Watt ich was auflade, und diese Information hilft mir persönlich sehr weiter. 25.000 mAh sind echt viel, und damit könnt ihr zum Beispiel einen iPhone 14 viermal aufladen. Hier seht ihr noch die weiteren Geräte und wie lange die brauchen, um aufgeladen zu werden. Und so eine Powerbank in der Tasche zu haben, ist extrem nice, denn unterwegs braucht man sowas, und ich habe das mehrmals gebraucht für die langen Zugfahrten, die ich immer habe. Die Powerbank kann man dann innerhalb von 2 Stunden mit 110 Watt wieder voll aufladen, also von 0 bis 100 in 2 Stunden für 25.000 mAh. Das ist extrem krass, und das ist auch der Vorteil von all diesen Powerbanks hier, denn man kann innerhalb von kurzer Zeit die Powerbank sehr schnell aufladen, und wenn man das dann schnell braucht, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel in einer Stunde irgendwo hin muss, dann kann man das Ganze ganz schnell aufladen und die Powerbank für unterwegs mitnehmen. Das waren jetzt all die technischen Specs zu den Powerbanks. Kommen wir mal jetzt zu den Preisen und zu meinem Fazit. Die Powerbanks fühlen sich sehr modern und hochwertig an und haben viele Funktionen, die andere Powerbanks nicht haben,
Aber man muss auch sagen, dass die Powerbanks halt entsprechend auch kosten. Die kleine Powerbank mit 10.000 mAh kostet 55 Euro. Die nächst größere, also mit 20.000 mAh, kostet 60 Euro. Die Preise sind wirklich ordentlich und ich würde das nicht jedem empfehlen, der das nötige Geld dafür hat. Aber wenn ihr das Geld dafür habt und etwas Modernes, Hochwertiges, etwas Sicheres und etwas Langlebiges haben wollt, dann greift auf jeden Fall zu den Powerbanks. Wenn ihr möchtet, dass ich einen von diesen Powerbanks in den nächsten Videos verlosen soll, dann macht auf das Video hier die 100 Likes voll und schreibt etwas Nettes in die Kommentare.